Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal Angel and Soul Readings begrüßen zu dürfen. Ja, ich habe jetzt schon öfters in den privaten Readings die Frage gestellt bekommen, also es ist eine sehr, sehr häufige Frage, macht es Sinn, auf meinen Wunschpartner zu warten? Und da habe ich mir gedacht, stelle ich jetzt einfach mal die Frage hier fürs Kollektiv. Vielleicht kann der ein oder andere mit der Legung dann in Resonanz gehen. Und wenn die Legung nicht stimmig für dich ist, dann kannst du sehr gerne auch ein privates Reading bei mir buchen. Und alle Infos findest du ja immer in der Infobox. So. Dann hoffe ich mal, dass ihr eine schöne Zeit bisher hattet, dass ihr vielleicht auch schon weitergekommen seid mit eurem Wunschpartner. Jetzt sehe ich gerade, wir haben hier ein bisschen zu viel Licht mit da, aber es müsste eigentlich gehen. Ja, ich denke, man kann die noch mit erkennen. Ja, dann mische ich jetzt mal die Karten und frage mal, macht es Sinn auf deinen Wunschpartner zu warten? Hat es noch eine Chance? Weil es ist ja doch so, man wartet und wartet, dann ist es immer ein Hin und Her und dann meldet er sich nicht und man tritt irgendwie immer auf der Stelle und weiß nicht, ja, soll ich warten, soll ich nicht warten? Dann schauen wir doch jetzt einfach mal nach. Ich mische mal die Karten. Macht es Sinn, auf deinen Wunschpartner zu warten? Ihr wisst ja, der Wunschpartner von den Karten jetzt hier, wenn ich fürs Kollektiv lege, ist geschlechterneutral und wandelt es einfach dann immer so für euch um, wie es gerade passt. Und die Legungen sind ja fürs Kollektiv, muss aber nicht für jeden zutreffen. Ich wünsche es natürlich, dass es ganz viele von euch damit in Resonanz gehen können und dass es dann auch zutrifft. Ja, und wie gesagt, wer möchte, kann sehr gerne bei mir anfragen und dann können wir einen Termin ausmachen für ein persönliches, privates Reading und deine Situation dann mal ins Detail anschauen. Oh, die Maus ist hier auch noch mit im Weg. Momentan sind sehr, sehr viele Anfragen und ich versuche natürlich so schnell wie möglich alle Anfragen zu beantworten und dass du dann auch dein Reading von mir sehr, sehr zeitnah bekommst. Von daher ist es auch so, dass momentan nicht viele Legungen, Videos jetzt hier fürs Kollektiv reinkommen, aber ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes. So, jetzt schauen wir doch mal rein. Macht es Sinn, auf deinen Wunschpartner zu warten? So, dann schauen wir doch mal. Ja, wie ich es auch gerne immer wieder sage, wenn ihr Videos anschaut von Legungen, die älter sind, dann ist es jetzt in diesem Moment, wenn du es ansiehst, genau der richtige Moment für dich. Und dann wirst du bestimmt auch damit in Resonanz gehen, weil es für dich bestimmt ist. So, macht es Sinn, auf deinen Wunschpartner zu warten? Hole ich mir noch ein paar Klärungskarten noch mit dazu. So, meine Lieben, wir haben jetzt hier eine klare und deutliche Aussage. Du bist jetzt leider hier nicht mit dazu mitgefallen, ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir beziehen uns ja auf die Frage, ob es Sinn macht, auf ihn zu warten. Also, es geht hier schon einige Zeit. Es geht einige Zeit, es ist ein Hin und Her. Es sind Hoffnungen, es werden teilweise direkt, indirekt Hoffnungen gemacht. Dann ist wieder nichts, dann ist hier wieder ein Abbruch da.
Dann kommen verschiedene Ausreden, die gebracht werden, warum, wieso, weshalb. Dann ist wieder eine Funkstille, die wir jetzt hier haben. Dann sind die Eltern hier auch noch ein Thema oder elternähnliche Personen. Ja, wie es für mich hier aussieht. Ja, hier sind auch Nachrichten. Kommunikation ist hier auf jeden Fall auch da, aber sehr zäh. Also wir haben eine sehr zähe Kommunikation und auch das mit dem Treffen. Also das ist eigentlich wie so ein bisschen ja, ein Achterbahn der Gefühle für dich. Also hier geht es auf und ab. Und ja, wie gesagt, das geht ja auch schon längere Zeit so. Also, es ist so, wenn ich jetzt auf ihn gehe, macht es Sinn, auf ihn zu warten? Nein. Wir haben hier deutlich liegen, dass hier, wenn eine Liebschaft, eine Affäre, ja, eine Affäre wird hier auf jeden Fall bleiben oder könnte zustande kommen, je nachdem. Das haben wir hier deutlich liegen. Bei dem einen oder anderen sieht es hier so aus, dass er eine andere Person noch mit hat, also dass er in einer Beziehung ist. An der Beziehung wird er auch festhalten, weil hier geht es ziemlich ums Geld. Also hier sind die Finanzen auch ein großes Thema, wenn es den einen oder anderen hier betrifft, dass es eben eine Dreierkonstellation bei euch ist. Ja, also hier, es tut mir wirklich selber richtig weh, es jetzt zu sagen, aber was soll ich euch hier anlügen? Ich habe großen Respekt vor den Karten und ich achte meine Karten auch sehr. Und deswegen erzähle ich euch hier nicht das Blaue vom Himmel, nur weil es sich jetzt schön anhört, aber es ist einfach wirklich Realität. Ja, hier wird keine Beziehung zustande kommen. Wir haben hier genau diese Kombination, keine Beziehung, dass hier zustande kommt. Also es ist auf jeden Fall Freundschaft, Bekanntschaft, es ist da, es wird ja, es sind auch Gefühle da. Es ist nicht so, dass du ihm egal bist oder ihr egal bist. Also das auf gar keinen Fall. Aber hier sehe ich keine Beziehung. Und wenn es eine Beziehung gibt, weil es von der anderen Kombination jetzt her gesehen ist es auch so, dass die Tendenz schon sein kann, dass es eine Beziehung wird, aber die wird sich wieder lösen. Also da kommt nichts ganz zustande. Er ist ein freiliebender Mensch. Er hat starke Gefühle für dich. Wir haben es auch mit hier liegen. Er hat wirklich Gefühle, aber er will auch seine Freiheit haben auf der einen Seite und hier auf der anderen Seite möchte er aber auch in der Beziehung bleiben, kann sich nicht lösen, weil einfach Verpflichtungen zu extrem sind, also zu stark, diese Verpflichtungen. Die Liebe für dich ist da, nicht die große Liebe, also es ist wirklich Gefühle, es ist da, aber er macht sich auch wirklich viele Sorgen darum, weil er dir nicht wehtun möchte. Aber er kann sich nicht auf eine Beziehung mit dir einlassen. Also jetzt, so wie es aussieht, auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt diese Kombination nehme, jetzt haben wir hier die Veränderung noch mit dazu. Wenn du wirklich, wirklich, wirklich Geduld hast, viel Geduld hast, kann es sich zu einer Beziehung schon entwickeln. Aber es dauert, ihr Lieben, es dauert wirklich. Und da heißt es dann für dich, dass du da stark bleibst, dass du wirklich die Geduld auch aufbringen kannst und dass du dir wirklich ganz, ganz sicher bist, dass es er ist, dass er der Richtige ist. Ich sage mir einfach, wenn diese Person für dich wirklich bestimmt ist, dann kann er sich auch für dich entscheiden und zieht das nicht alles so in die Länge. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier noch die andere Frau, Freundin, Freund, Freund, doch Freund, Freund, Freundin, ja doch.
richtig den Wurm jetzt hier reingebracht. Da hat der ein oder andere ja wirklich die Verpflichtungen, die er nicht aufgeben möchte. Ich meine, wo ein Wille, da immer ein Weg, das ist meine Devise. Aber hier jetzt aktuell gesehen, nein. Also wenn, braucht es wirklich sehr viel Geduld von deiner Seite aus. Er hat Gefühle für dich. Aber hier, wenn wir nach dem Jetzt fragen, ist keine Beziehung. Wird es dir auch, ja, ich sage mal, es wird jetzt wenige betreffen, die es jetzt durch die Blume gesagt bekommen. Die meisten Männer ziehen sich dann mehr zurück. Aber er sieht hier auch viel zu viele Hindernisse. Viel zu viele Steine, die jetzt ihm hier in den Weg gelegt werden, Unannehmlichkeiten, um dass er sagt, okay, ich nehme meinen Hintern jetzt in die Hand und sage, okay, wir machen das, ne? Ja, es ist immer der Mut des anderen, ne? Und ihm fehlt hier schon ein bisschen der Arsch in der Hose, mal auf Deutsch gesagt. Auf jeden Fall, er hat wirklich Gefühle, also er verarscht dich nicht, das hab ich jetzt hier nicht da liegen. Er macht sich auch viele Gedanken und du machst dir auch sehr viele Sorgen. Also es beschäftigt dich extrem. Es hat dich auch schon Tränen gekostet, weil du nicht weißt, wie du bei ihm wirklich dran bist. Ja, also wie gesagt, jetzt keine Beziehung. Da wird sich jetzt nichts tun. Und wenn, dann, wenn eine Beziehung, dann brauchst du wirklich, wirklich viel Geduld. Also hier liegt der lange Weg und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich das Allerallerbeste. Jeder Einzelne von euch hat es verdient. Ihr habt Liebe verdient. Denkt immer an euch, an euch selbst. Liebt euch selbst. Und vielleicht nehmt ihr das Ganze mal genauer unter die Lupe und betrachtet das mal ein bisschen von außen. Nehmt vielleicht auch mal ein bisschen Abstand, lasst los und denkt mal darüber nach, ob es wirklich dieser Mensch wert ist. Ob er euch so viel gibt, dass ihr sagt, okay, auf ihn warte ich. Weil es ist doch so, wenn jemand möchte, dann kann er was dafür tun und sagt auch, okay, diese Frau, dieser Mann ist mir so unendlich wichtig. Ja, ich breche alles andere ab, ich schaffe alles, ich habe mein Gegenüber an meiner Seite und zusammen, weiß ich, sind wir stark und können das auch schaffen. Von daher betrachte das Ganze mal ein bisschen von außen und versucht ein bisschen loszulassen von eurem Gegenüber, dass ihr zu euch findet, zu euch richtig kommt und mal das, wie gesagt, von außen betrachtet, ob es dieser Mensch wirklich wert ist. Ja, hört auf euer Herz, ganz natürlich, also ganz klar. Also das mache ich auch, es ist genau meine Devise. Aber da einfach auch mal objektiv das Ganze zu betrachten, ist es der Mensch wert? Gibt er mir so viel? Oder bin ich einfach nur ein Zeitvertreib, Gefühle, das er schon für mich hat, aber bin ich einfach nur so was zum Abschalten, um Spaß zu haben, schöne Momente, einfach ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Ihr Lieben, fühlt euch ganz fest von mir umarmt und ich wünsche jedem Einzelnen von euch das, wie gesagt, das Allerallerbeste und ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe. Haltet immer an euch fest und danke für euer Sein. Tschüss.